So Leute, hier kommt der zweite Teil. Yay! Überraschenderweise hat euch der erste Teil anscheinend echt gut gefallen. Vielleicht konntet ihr auch einfach nur endlich mal wieder richtig gut lachen und deshalb habt ihr euch gefreut. Gut, hier der zweite Teil und vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen, aber das spielt alles in Libertas Haus. Also man sieht natürlich Libertas Haus und den Reitplatz und das Häuschen da drunter und man sieht auch den Teich, an dem sich die Jugendlichen immer treffen. Also achtet mal ein bisschen drauf. Und jetzt viel Spaß! Mal mein Helm zur Sicherheit. Meinst du, der passt mir? Krieg ich ja schon irgendwie hin. Kann ich dir verstellen. Sehr stylisch. Wenn ich sowas mal anziehen würde. Ich weiß, wie man das auch hat.
sitzen zu bleiben, oder? Ja, ich traue mich sogar mittlerweile, die Hände frei zu haben. Ja, super. Magst du mal traben? Nein. Wir müssen dann auch bald wieder zurück. Okay. Gehen wir noch eine Stunde und dann hören wir auf. Eine Runde und dann hören wir auf, oder? Mhm. Eine Stunde wäre mir zu viel. Ja. Dann würde mir mein Hintern wahrscheinlich wehtun. Mir meine Füße. Und Timmy wäre bestimmt langsam dann schwindelig. Hier ist die Sandra. Ja, hallo Robert. Ja? Die ist gerade nicht da. Ja, deine Schwester ist nicht da. Nein, die ist nicht allein bei den Pferden. Die wollte sich mal den Ort anschauen. Mhm. Ja, ich sag dir schon Grüße. Ja, schon. Ja, zickig. Hat sie das gesagt? Naja, ja, ich muss jetzt auflegen. Tschüss. Hey, du bist ja wieder da. Am Ort warst du langweilig, da bin ich hierher gekommen und hab mir mal das Buch von dir ausgeliehen. Klar, ging voll uninteressant, ist aber ganz interessant. Was soll das jetzt? Wenn ich so zickig bin, dann brauchst du ja bestimmt noch nicht meine Bücher. Hauses. Frag meinen Bruder. Oh, Scheiße. Hat der angerufen, oder was? Ja. Ach, toll. Und du glaubst dir natürlich sofort. Ich hab das nie gesagt. Kannst dir selber erzählen. Okay, ich hab's gestern gesagt, aber da war doch alles ganz anders. Da war ja alles scheiße und ich war halt sauer, weil er alles scheiße war. Und dann hab ich ihn halt angerufen, weil er mich ja noch besuchen wollte. Und dann hab ich halt einfach meine Wut an ihm ausgelassen. Ich hab keine Lust mehr mit dir zu diskutieren. Jetzt mach ich doch wenigstens. Oh, warte doch! Na, der kriegt was zu hören. Robert? Schön, dass ich dich auch mal sprechen kann. Sag mal, hast du eigentlich irgendein Problem? Das hier können die geilsten Ferien meines Lebens werden und du versaust sie mir? Ja, du hast sie mir versaut. Was geht dir in den Kopf vor? Dass du Sandra sagst, dass ich sie als Zicke bezeichnet habe. Das ist doch schon ewig her. Ja, ein Tag. An einem Tag kann sich viel verändern. Sag mal, was soll denn das? Die ist total sauer auf mich. Ja, zufälligerweise ist es jetzt hier toll.
Ja! Ja, na und? Man braucht doch nicht immer Diskos. Dann habe ich mich halt verändert. Na und? Und das ist der Grund, warum du sie ins Gesicht binden musst? Du kannst es schön gerade biegen. Ja, du, genau du. Nein, ich werde das nicht gerade biegen. Du wirst sie anrufen und dir sagen, dass es nicht stimmt. Ja, vor einem Tag. Es ist aber nicht mehr gestern. Nein, vergiss es. Nein. Nein, auf so einen Kompromiss lasse ich mich nicht ein. Du wirst die Scheiße auslöffeln. Ja. Ja, ich mag Pferde. Ah, oh, wie lustig. Ich bin sogar auf einem geritten. Du wirst sie anrufen. Doch. Robert, ich rede nicht mehr mit dir drüber. Du wirst sie anrufen. Doch. Ich sag's dir, wenn du das nicht machst, dann... Oh, dann hasse ich dich. Das ist echt total knapp von dir, weißt du? Du bringst mich in irgendwelche Probleme und ich muss sie dann wieder auslöffeln. Nein! Nein, ich bin nicht deine kleine liebe Schwester. Wer? Robert? Oh! Aufgelegt, Arschloch! Warte, bis die Musik anläuft. Hallo Robert. Ja, wenn es sein muss, höre ich dir halt zu. Ja, du meinst das alles nicht ernst. Ja. Genau. Was denkst du dir eigentlich? Ja, schön. Ja. Ja. Ja, ich bin alleine. Wenn ich alleine bin, wird mir wohl niemand zuhören. Nein, es ist auch niemand in der Nähe. Ja, okay. Ciao. Ich habe ihn ein bisschen umgeräumt. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Nein, Ola hat angerufen. Und, was hat er gesagt? Ja, da stimmt alles nicht stimmt, was er gesagt hat. Und das ist hier voll toll findet. Und, hast du ihm geglaubt? Ja. Also ist alles wieder okay? Ja. Magst du mein Kompferd holen? Okay. Dann werden das vielleicht doch noch schöne Herbstfälle. Ja. Und was machst du heute noch so? Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen Jimmy reiten? Ja. Ja, brav. Ja, der böse Hund tut dir nichts. Irgendwie will er nicht auf meinem Arm sitzen. Ja, ja. Und, kommt heute irgendein Reitmädchen? Nein, heute nicht mehr. Oh Gott, in 5 Stunden bin ich wieder zu Hause. Na ja? Und dann habe ich den ganzen Tag sturmfrei, bis meine Mutter am Abend kommt. Dann sehe ich all meine Freunde endlich wieder. Ja. Wird bestimmt cool. Mhm. Du schaut echt lustig aus. Guck mal, das Fell. Das sieht voll ab. Sandy!
Irgendwie habe ich den Hund richtig lieb gewonnen, auch wenn er dauernd abhaut. Aber hören tut er nicht so besonders gut. Naja. Sandy hier. Sandy. Hier komm. Na Hundi Wundi. Komm, sonst verpassen wir meinen Bus. Ja. Naja, so schlimm fahren die waren die Ferien jetzt doch nicht. Ja, du musst jetzt gleich noch auf den Bus ein bisschen warten. Also wir haben ja noch Zeit. Ja. Aber ich kann also nicht mehr so lange mit dir warten. Ja, hat deine Tante ja vorher gesagt. Ja, meine Mama. Meine ich doch. Ob ich das jemals lernen werde mit den ganzen Tanten. Deine Tante, meine Mama. Ja, meine Tante, meine Mama, deine Tante. So viel zum dicken Thema. Miese Katze. Der dicke Tomatenbär. Weißt du noch am ersten Tag? Ja. Da war ich, glaube ich, etwas zickig. Das glaubst du nicht nur. Oh Mann. Naja. Ich hab mich ja noch eingekriegt. Ja. Lass mal Straßenseite wechseln. Ich hab, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis der Bus kommt. Ja. Komm her, die dicke Miezekatze. Na komm her. Na, die dicke Wurstkatze. Ja. Na, lauf schnell mit. Ciao. Tschüss. Na, die dicke Tomaten kannst du wirklich auch verabschieden. Oder? Wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Wiederkommen? Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Mach klar.